Information, das Internet der Salzburger gekommen in abgelegenen Regionen über den Luftweg zu Ihnen nach Hause. Versorgungssicherheit, Revision im Wasserkraftwerk Bischofshofen und in der Rubrik Nachgefragt geht es heute um Baustellen. Warum diese an selber Stelle oft zweimal aufgemacht werden müssen, das verraten wir Ihnen in Kürze. Jetzt starten wir aber mit Cablelink Air. Sollten Sie etwas abgelegener wohnen und somit das Internet der Salzburger nicht nutzen können, dann haben wir jetzt unter Umständen eine Lösung für Sie. Denn wir schicken Ihnen das Internet per Funk nach Hause. Wie das funktioniert, haben wir uns etwas genauer angeschaut und einen Trupp der Salzburger begleitet. Wir sind im Pongau, genauer gesagt im Raum Werfen, und stellen uns jetzt die Frage, was ist Ihr größter Wunsch? Dass endlich das Internet einmal funktioniert. Hat es auch bei der Salzburger AG schon immer getan. Jetzt allerdings mit dem Unterschied, dass es über den Luftweg zu Ihnen nach Hause kommt, wenn es nicht anders geht. Das Ganze funktioniert so, dass da via Webseite eine Anfrage gestellt wird. Der Techniker prüft es vor Ort. Nach erfolgter Testung, positiver Testung, wird dem Kunden das Equipment zugeschickt. Dieser kann das sehr einfach dann vor Ort installieren und ist dann eigentlich schon online. Wir wohnen ein bisschen abseits, gell, vom Ortskern und haben ewig kein gescheites Internet gehabt. Und wir haben uns jetzt das Angebot der Salzburg AG angeschaut. Aber jetzt alles der Reihe nach. Die Salzburg AG als ausgezeichneter Internetanbieter im Bundesland Salzburg geht jetzt im Ausbau einen Schritt weiter und bringt also nun das Internet auch in abgelegene Regionen, dorthin, wo man ein Kabel nicht verlegen kann. So, Cablelink Air ist ein Produkt, das als Alternative von der Salzburg AG angeboten wird für Regionen oder Bereiche, wo man mit Lichtwellenleiter und Kabelfernsehen, also wo es noch keine Verkabelung gibt, wo es auch teuer wäre, die Infrastruktur herzustellen. Und da ist das Cablelink Air, also das Funkinternet, eine sinnvolle Alternative, die wir als Ergänzung zu unseren anderen Produkten anbieten können. In unterschiedlichsten Geschwindigkeiten. So, das erste, was wir machen, wenn wir zum Kunden kommen, ist die Standortbestimmung des nächsten Hochstandortes, zu dem wir bei Cablelink Air quasi optische Sicht brauchen. Haben wir schon da vorne. Und nach dieser Bestimmung schauen wir uns dann an, wo an der Fassade, an der Außenfassade für die Außenantenne der geeignete Mess- bzw. Montagepunkt wäre. Und da haben wir eh schon einen idealen. Da sehen wir genau hin. Bei uns in der Messantenne ist bereits eine angemeldete SIM-Karte drin. Und wenn sie die Antenne dann angemeldet hat, können wir, weil bei uns in der Antenne schon das Modem drinnen ist, haben wir am Kabel schon das fertige Internet. Da können wir dann dem Kunden schon sagen, genauso wie er es dann auch später hat, die Internetqualität. Wir als Techniker schauen nicht nur auf den Eingangspegel, sondern auch auf die Signalqualität, also den Signalrauschabstand, der für uns für die Signalqualität sehr wichtig ist. Der ist da jetzt sehr gut. Jetzt schauen wir, nachdem die Antenne dann aus der Ferne in Betrieb genommen wird, von der Betriebsführung auch durch uns, schauen wir, dass wir jetzt den maximalen Pegel durch Einpegeln der Antenne erreichen. In dem speziellen Fall da jetzt haben wir optimale Messbedingungen, freie Sichtverbindung zum Sender hin, relativ kurze Entfernung. Da können wir unseren Top-Tarif anbieten. Nachdem Cablelink Air geliefert wurde, brauchen Sie es nur mehr selbst oder durch einen Elektriker anschließen. Eine Liste der Elektriker unseres Vertrauens wie alle Informationen zu Cablelink Air finden Sie natürlich auch auf unserer Website. Wir bleiben gleich in der Region und wechseln nur vom Verwerfen bis nach Bischofshofen, denn dort gibt es jetzt gerade die Revision des Salzachkraftwerks. Wir sind im Pongau, genauer gesagt in Bischofshofen, wo derzeit die Revision des Kraftwerks stattfindet.
Pro Jahr erzeugen übrigens alle Wasserkraftwerke der Salzburg zusammen etwa 1200 Gigawattstunden Strom. Ein wichtiger Beitrag zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen im Bundesland Salzburg. Damit die Maschinen im Kraftwerk nicht ineffizient werden bzw. ausfallen, ist das Team der Salzburg rund um die Uhr in Bereitschaft. Dabei wird der Zustand, in der sich die Maschinen befinden, sehr intensiv überwacht. Bei dieser Maßnahme jetzt laufen sehr umfangreiche Maßnahmen. Also das Laufrad wurde ausgebaut, das Laufrad wurde komplett demontiert und in sämtliche Teile zerlegt. Man muss sich das so vorstellen, dass die Laufradflügel immer optimal zum Wasserdurchfluss verstellt werden müssen. Das heißt, es gibt einen komplexen Verstellmechanismus im Laufrad drinnen, der wird komplett überholt, sämtliche Verschleißteile ausgetauscht. Die Laufschaufeln selbst werden wieder überarbeitet, dass sie die optimale hydraulische Form haben. Soweit die Theorie. Jetzt geht's aber runter zur Turbine. Wir sind jetzt in dem Bereich, wo eben die Leitschaufeln sind, vom Leiterapparat. Und da haben wir die inneren und den äußeren Lager, die haben wir alles neu gemacht und neu abgedichtet, dass eben wieder alles dicht ist und für die Zukunft alles in Ordnung ist. Man schaut natürlich, kann man da schauen, dass eben die ganzen Verschleißsachen und die Oberflächen und das sind, und die sind eben alle in Ordnung. Das kann man so lassen. Wenn ich jetzt da noch weiter runtergehe, gehen wir jetzt in einen Oberwasserbereich. Und beim Oberwasserbereich ist natürlich auch, sind die Dammbalken gesetzt und da ist eben kein Wasser kommt. Und da unten sind eben die Kühlschlangen und bei den Kühlschlangen machen die Reparaturen bzw. wir schauen alles so, ob alles in Ordnung ist und waschen alles raus. Ist es so zum Beispiel, bei den Leitschaufeln ist es so, wenn ich jetzt da durchgehe, es könnte ja jederzeit passieren, dass die Leitschaufel dreht und das mehr klemmert. Natürlich haben wir das alles ausgesichert, dass einem nichts passiert. Es ist immer eine rutschige Oberfläche da, weil alles nass und dreckig ist und da kann man immer natürlich auch auf den Kopf oder runterfallen. Darum ist ganz wichtig bei uns, immer einen Helm zu tragen. Wenn wieder alles in Betrieb ist, kann das Laufkraftwerk hier in Bischofshofen wieder den normalen Dienst aufnehmen und produziert sauberen Strom für Salzburg. Ein Laufkraftwerk funktioniert übrigens relativ einfach, wie hier die Animation vom Kraftwerk Lehn in der Stadt Salzburg zeigt. Die Turbine wandelt die potenzielle Energie des Wassers in eine mechanische Drehbewegung um. Eine Welle und ein Getriebe verbinden die Turbine mit dem Generator, der hier wie ein Dynamo funktioniert. Dieser produziert 100% sauberen Strom. Gezielt wird das Wasser von der Salzach auf die Turbine geleitet. Zuerst öffnen sich die Leitschaufeln. Sind diese halb geöffnet, beginnt sich das Laufrad zu drehen. I've been running all my days. Die Maschinen sind sehr umweltfreundlich und nachhaltig. Sie erzeugen mit regenerativen Energien, also per Wasserkraft, Energie. Wir sind ja gerade mittendrin, auch hier für die Instandhaltung uns weiterzuentwickeln. Stichwort Predictive Maintenance, das heißt vorausschauende Instandhaltung. Wir versuchen hier über die Verwendung von Daten, die die Anlage ständig generiert, Modelle zu entwickeln, die den Verschleiß vorhersagen und uns noch genauere Informationen geben, um die Revisionszeitpunkte optimal zu gestalten. Also eine runde Geschichte auch für die zukünftige Erzeugung von Strom hier aus der Region, also sprich aus Salzburg. Und die Arbeiten hier in Bischofshofen werden mit Ende April abgeschlossen sein. Alle Informationen zu den Kraftwerken der Salzburg finden Sie übrigens auch im Internet unter salzburg-ag.at.
Um die Versorgungssicherheit in Sachen Telekommunikation, Gas, Strom, Wasser, Fernwärme und der Netzinfrastruktur gewährleisten zu können, arbeiten wir laufend an der Versorgungssicherheit in Stadt und Land Salzburg. Weil aber alles unter der Erde liegt, müssen auch immer wieder Straßen aufgerissen werden, um Arbeiten durchführen zu können. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum einzelne Straßen öfter aufgemacht werden, dann haben wir jetzt die passende Antwort für Sie. Es wird öfters gegraben an verschiedenen Stellen, weil eben die Gasleitung und Wasserleitung, wie die Fernwärme- und Lichtwellenleiter an verschiedenen Stellen liegen. Und für die Provisorium teilweise müssen wir auch extra Grabungen machen. Teilweise müssen wir Punktgrabungen machen, um zu schauen, wo die alte Leitung liegt, an welcher Stelle. Und deswegen sieht das eigentlich so aus, dass immer öfters an den gleichen Stellen gegraben wird. Die Anrainer werden informiert, einmal durch Postsendung, durch Ständer oder eben persönlich, was zu bevorzugen ist, wenn es geht. Und dann machen wir jetzt auch neuerdings in der Innenstadt Anrainerinfo und dann gibt es dann teilweise auch noch ein Baustellencafé. Das alles dient, wie gesagt, der Versorgungssicherheit. Und wir machen jetzt einen Themenwechsel. Gleich im Anschluss starten wir mit unserem Nachhaltigkeitsmagazin World Changer. Lisa Reischl, was sind denn diesmal die Themen? Ja, bei den World Changern sehen wir heute den zweiten Teil von der Familie Brommecker in Koppel, energieautonom. Außerdem alle wichtigen Informationen zum Energieausweis und die Schulprogramme werden von Hermann Grissner vorgestellt. Wir starten also in Kürze. Das war Salzburg AG aktuell. Alle Beiträge zur Sendung finden Sie übrigens auch auf unserer Website auf www.salzburg-ag.at bzw. auf YouTube.